Ich mache gerade erstmal alle Lampen an. Ach, du hast Lampen. Wo hast du denn Ja. Lampen? Ja, diese Glühlampen, die da rumhängen, um an das Gitter zu kommen, in das Haus da rein. Aber irgendwie, ich habe jetzt alle angemacht, jetzt sind, leuchten alle an dem Ring. Da ist ein Ring ja vor dem Tor. Ist das bei dir auch? Warte mal. Hier vor dem Postding sind welche. Ja, überall sind die, auch vor dem anderen Haus. Guck mal. Das heißt. Die kann man ein- und ausschalten und die machen diesen Ring leuchten, lassen den leuchten. Also bei mir, bei diesem Haus, wo wir nicht hinkommen. Ja, Aber müssen wir die dann alle anmachen oder irgendwie? ja, weiß ich nicht. Nee, wir müssen bestimmt eine Kombination haben. Also ich Aber denke mal, dass die kurzen. Also das, was jetzt, warte mal, das sind vier Richtungen, oder? ja, aber warte mal. Sind Ich habe vier, in nee, dem das geht aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 habe ich jetzt. Ja. Ich denke mal, wir müssen vorher was anderes machen. Doch, nee, das waren 5. Weil ich habe hier nämlich noch was. Oder man muss das wiederholen. Nee, nee. Doch, das kann sein. Wir müssen in das Haus noch mal rein, weil da haben wir noch nicht drinnen waren. In dem normalen. Neben dem Haus mit dem Gitter. Da ist so das einzelne Oh. Haus. Und da habe ich nämlich ein Telefonapparat mit einer Okay. Nummer. Also ich habe jetzt hier. Aber ich kann es nicht öffnen. Es hat jetzt so Dong gemacht, als ich alle angemacht habe. Ja, das war bei mir auch, aber das alle anmachen ist nicht richtig. Das muss Nee, das andere. nee, ich denke mal, das ist dieser Morsecode, den ich gerade eben gesagt hatte. Oh, ein Telefon? Ja, das habe ich auch. Wir müssen uns anrufen. Aber wir müssen wissen, welche Nummer wir wählen müssen. Ja, du bist lustig. Hatte ich denn eben was aufgeschrieben? Hast du 10 irgendein. Punkte. Die 5 letzten Monat. Aber das ist ja keine Telefonnummer. Eine 5. Du hast noch was anderes aufgeschrieben. Irgendwas war. Ja, letzten Monat, nächste Woche. Irgendwas mit 10 Punkten. Und ja, halt Schließfach 34 und die 5. Ach, warte Ansonsten mal. habe ich nur einen Morsecode. Warte mal. Man kann hier oben. Ah, klick mal auf die Zahlen. Ja, ich habe eine 7 geklickt. Da stand, den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir. Also 1 ist floss herunter und machte mir Angst. Drück mal alle einfach mal. Dann hast du die alle untereinander. Also, Hey 5. Lerke. Warte mal. Hey Lerke. Also 2. Ich bin so froh, dass du endlich. Dann die Nee, 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 4. Moment, Moment. Endlich den Weißt, Hörer dass. abgenommen hast, ich habe dir. Also die 7. Nach deinem. Ich habe Was? keine 7. Ne, ich habe die 7. Ich habe die anderen Zahlen. Wir brauchen diese. Dass Das du ist die endlich Reihenfolge. weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um. Um dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir. Das ist die 9. Habe ich auch nicht. Und die habe ich. Und dann, es ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ja, irgendwie. Nee. Pass auf. Also mit Hey Lerke, ich bin so froh, dass du endlich. Damit fängt es an. Ja, und dann würde ich sagen, den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir, also das ist Welche der ist Satz, das denn? das ist die 7. Die 7. Ich kreise mal die ein, die von dir sind. Weiter? Ja gut, die anderen passen nicht im Ja, Moment. was Es denn, dass du den Hörer abgenommen hast? und ich habe dir, damit hört's auf. Passt da was zu dir dann irgendwie bei dir hin noch? Bei mir? Ich habe dir. Und ich habe dir. Ja. Du hast eben was gesagt, da passt das passt da dazu. Lies mal deine nochmal Ja, vor. da passt gar nichts zu. Und ich habe dir früher sagen, aber du, das passt nicht. Und ich Nee. habe dir floss herunter, passt auch nicht. Und ich habe dir weiß, dass ich, passt auch nicht. Und ich habe dir Kohl genannt hast, passt auch nicht. Oder es ist eine Kombination, weil ich habe noch eins, aber dann wäre dir doppelt drin. Also dir Gesellschaft zu leisten, ich wollte es dir. Das ist jetzt Nummer 9 bei mir, aber also ich habe dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir. Also
Aber das passt alles dann nicht. Nicht, dass das jetzt wieder eine scheiß Übersetzung ist, dass die Texte einfach nicht so richtig passen. Also bei mir ist es so, ich habe zwei Sätze, die sind beendet. Also die haben einen Punkt am Ende. Das heißt, da ist... Wie viel hast du denn die von die anfangen? Also wo dann ja groß geschrieben wird und wo halt dann... Nur einen. Hey, und der Lerke. War doch, das ist der mit Lerke, ne? Also. Das heißt schon mal, dass die beiden... Und die passen ja auch nicht zu dem ist. Hm? Also der eine ist, er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Okay, dann habe ich zwei, die fangen mit wütend auf. Wütend Warte an. Mal. Nee. Ich dachte, wir könnten die Sonderzeichen vielleicht noch drücken, aber... Nee. Aber ich dachte, dafür... Warte. Aber das mit der... Doch, wir können... Das können wir? Du kannst aber nur 5 Zahlen wählen. Deswegen, da musst du da rausgehen. Also, ich habe noch so viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch und kannst wissen, dass er nicht derselbe ist. Aber ich gehe und sie selbst. Warte mal. Drück du noch mal die 7. Warte, ich habe jetzt gerade auch da die Sonderdinger kurz gehört. Ja, aber du kannst da nachher die 7 drücken. Ja, die 7 habe ich jetzt gedrückt. Was war das nochmal? Den Hörer abgenommen hast, Komma, ich habe dir. So viele Nachrichten hinterlassen. Also Sternchen. Warte, ich weiß, du bist noch. Da kommt das wütend bestimmt. Wütend auf mich, als ich ankam. Oder? Nummer? Das ist Nummer 6 gewesen. Nee, warte mal. Nummer 5 passt aber besser. Sag noch mal deinen letzten eben den Satz. Ich weiß, du bist noch. Wütend, Komma, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, Komma, dass du... Jetzt muss ich meine mal eben... Dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Jetzt hätte ich besser diese anderen Dinger nicht nehmen sollen. Also, die passen jetzt gar nicht. Also, diese Raute und das Plus passt jetzt gar nicht. Weil da steht zu besuchen, da ist jetzt ein dunkler Turm. Und das mit der Raute, also mit der Welle, da steht da, Fragezeichen, dein Rabe, der verschwand, der den du, und das irgendwie, das passt irgendwie nicht dazu gerade. Aber ich kann jetzt die 8 nicht mehr und die 9 nicht mehr. Da muss ja ich doch, da musst du raus, ja, du musst den Telefonhörer kurz anklicken. Ja. Die 8 ist nämlich, er ist oben und die 9 ist, dir Gesellschaft zu leisten, ich wollte es dir. Sag nochmal dein letztes da. Was hatte ich denn? War das die 4? Die 4, ne? Weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Dir Gesellschaft zu leisten? Ich wollte es dir... Und jetzt müsste es von dir wieder was kommen. Welche Nummer? 9 war das gerade. Was hast du jetzt gesagt, dir Gesellschaft zu leisten? Zu leisten, ich wollte es dir. Und dann fehlt. Ich wollte es dir. Kann nur die 3 sein, oder? Früher sagen, aber du, egal, bist du noch? Ah ja, warte mal, da gab es nochmal ein wütend. Warte mal. Bist du noch? Bist du noch wütend auf mich, als ich ankam? Also praktisch, bei mir steht nur wütend. Das wäre die 6. Wütend auf mich, als ich ankam. Aber bist du noch wütend auf mich, als ich ankam? Das hört sich irgendwie komisch an. Die 0 hatten wir noch nicht. Das hatten wir noch nicht. Das hatten wir schon.
Nee, als ich ankam, da passt nichts von mir drauf. Nee, das müsste ja auch anfangen, der Satz wieder dann. Bist du noch? Hast du auch mal die Sonderzeichen jetzt geguckt, Ja, oder? nee, die gucke ich ja. Das passt eben alles nicht. Weil ich habe da noch mal so einen Satz hier bei dem einen, den haben wir noch nicht. Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ja, was ist das? Lesen wir doch einfach mal die Sätze vor. Also, wütend auf mich, als ich ankam, den Hörer abgenommen hast, ich habe dir wütend, aber leg doch nicht auf, ich möchte wirklich, dass du, er ist oben und er ist sogar besser als dieser, kann nicht sterben. Und denn der letzte, dir Gesellschaft zu leisten, ich wollte es dir, so, warte mal, jetzt sage ich dir noch die Sonderdinger. Also, plus ist dann zu besuchen, da ist jetzt ein dunkler Turm. Da, dein Rabe, der verschwand, der, den du... Das war's. Also bist du noch da? Nee, nee, da, nur da, da steht da, also da muss da vorher, ja gut, das kann von dir kommen. Bist du noch da, dein Rabe? Bist du noch da? Dein Wenn Rabe, der die jetzt verschwand? sagen würde, aber du, egal, bist du noch da? Dein Rabe, der verschwand, der den du, und dann müsstest du Cool wieder was. genannt hast, das wäre dann die Null. Ach stimmt, okay. Ich habe einen neuen für dich gemacht. Da müsstest du einen Anfang haben. Genau, das ist der Anfang hier, warte mal. Das ist der... Er ist oben und er ist sogar besser als dieser. Und kann, dieser kann nicht sterben. Was ist das? 8. Acht. Dieser kann nicht sterben. Und das ist ein Satz zu Ende, oder wie? Ja, Punkt, genau. Egal, ich habe keinen Satzanfang mehr. Vielleicht war es das ja auch. Also mir fehlt jetzt noch floss herunter und machte mir Angst. Obwohl, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ach ja, klar war es das. Wir haben doch nur 10 Dinger. Ja, aber... Ja, pass auf. Dann gebe ich jetzt die 2 Sternchen, 4, 3, 0 ein. Und du musst die 7, 5, Ja. Ja.9, dieses Sonderzeichen, was hast du da Ja, eben gesagt? diese Welle. Und die 8 eingeben. Habe ich eingeben? Und jetzt? Das ist die Frage. Kann Ah man... ja, auf den Telefonhörer klicken. Ach, stimmt. Ach, da kommt die Leiter hoch. Ja. Ach so, dann können wir hochgehen. Okay. Ah, und da ist so ein mechanischer Vogel bei mir mit dem Ja. Dreiercode. Da ist ein dreistelliger Code. Bei mir auch. Aber es gibt keinen Hinweis mehr, ne? Oder hatten wir vorher irgendwas gekriegt? Also, ich habe hier. Die kann ich alle vergrößern. Okay, das in der Mitte kann ich vergrößern. Da ist eine Uhrzeit drauf. Also so eine Uhr quasi abgebildet. Da ist auf der rechten Seite, auf der Höhe der 3 ist der Kopf. Und auf der linken Seite ist dieses Telegramm-Ding. Auf der Höhe der 9. Und es gehen Pfeile im Uhrzeigersinn. Ich denke mal, viel wird wohl nicht mehr kommen. Ich denke mal, das ist dann nur noch dieses Rätsel hier. Ja, aber dieser dreistellige Code, das sagt mir jetzt. Also ich habe hier sonst nichts, wo ich was noch Was für ein finde. dreistelliger Code? Also pass auf, ich habe, bei mir ist ein Vogelkäfig. In dem Vogelkäfig ist ein mechanischer Vogel. Und darunter sind drei Ziffern, die ich nehme. Hast du irgendwas, wo zum Beispiel so ein O mit einem durchgestrichenen Strich oder wie auch immer drin ist, oder ein A,
mit einem Kreis oben drüber. Das sind ja so Sonderzeichen von eigentlich von anderen Ländern. Ein A mit einem Kreis. Also ich habe ein A mit einem Punkt hier. Ja, genau. Ja, oder Punkt. Ja, wie fängt das, also ich muss jetzt eine Dreierkombination eingeben, damit ich das lösen kann. Also drei Buchstaben. Wie ein Zahlenschloss. Also ich habe oben ein A, unten rechts ein B. Warte. Links 4C. Warte mal. Kann ich auch zurück? Nein. So, was war das letzte? Das letzte war 4C. Ja, aber 4C gibt's nicht. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was du da machen musst. Also ich sehe ja, nichts. Du sagst nur irgendwas von einem wie Rahmen. gesagt, ich habe einen Vogelkäfig und darunter ist dieses Zahlenschloss. Den Vogel soll ich wahrscheinlich rauslassen, aber ich kann den nur rauslassen, wenn ich die richtige Kombination weiß. Und ich kann dieses A mit dem Punkt eingeben am Anfang, das geht, das B kann ich eingeben, aber bei C kann ich keine C4 eingeben. Gibt es da vielleicht auch noch ein einzelnes irgendwo? Also da steht nur 4C. Das Problem ist halt, bei A sind verschiedene Sachen. Also bei dem ersten steht was von 6 cm oder was das sein soll. Dann quer sind, glaube ich, 4 cm, 2 cm die Schräge, 32,4. Hast du da so einen Kringel drin? Ja, den gibt's auch. Das Durchmesserzeichen oder Wie so. viel hast du denn? Vier oder fünfstellig? Nein, drei. Dreistellig. Dann versuch mal 3, 2, 4. Zahlen habe ich gar nicht. Das sind nur Buchstaben. Hier unten ist noch ein X oder ein Alpha-Zeichen. Also Zahlen habe ich keine einzige. Ich fahre schon mal raus. Ich habe noch so ein AE, also so kombiniertes. Dann habe ich das Durchmesserzeichen mit diesem Kreis und dem Strich durch. Okay, das habe ich jetzt hier nicht. Also ich denke mal, das muss irgendeinen Zusammenhang mit dem Telefon haben noch irgendwo, mit dem Text da irgendwie. Also das heißt, das muss irgendwie, keine Ahnung. Bei mir unten steht auf jeden Fall nichts, was ich habe schon mal gerade so geguckt, aber da okay, ist irgendwie. Was kannst du denn überhaupt eingeben? Also ich kann nur Alpha, also nur Buchstaben eingeben. Es kann also nur eigentlich nur ein Name oder eine Buchstabenkombination sein. Drei nur Buchstaben. Buchstaben. Oder das oder erinnert mich irgendwie an Resident Evil. Ja, aber. Ja, da musstest du ja auch immer CAL und COD, glaube ich, war noch drin. Das war so eine Kombi, genau. Das kann entweder sein, aber da wir nichts, da keinen Hinweis drauf haben, denke ich mal, muss es in dem Text irgendwie sein. Kann es sein, hat der Rabe irgendwie einen Namen? Bei mir steht nichts von einem Namen, deshalb. Also da steht. Kannst du noch mal gucken bei dem Telefon? Der heißt Kohl. Ja, wie drei Buchstaben oder was? K-O-L. Oh, dann wird es das sein, mit Sicherheit. Ja, das wäre aber zu einfach, oder? Keine Ahnung, ich mach mal. I, J, A. Werke. Also du brauchst drei, ne, hast du gesagt. Ja. Boah, jetzt klickt das schneller durch. Cool. Ich meine, der ist sogar irgendwo mal groß geschrieben worden. Ja, das war's. Nee, jetzt ernsthaft? Ja, jetzt geht er an. Jetzt hat er sich aufgerichtet und er dreht sich die Flügel, die Mechanik ist an. Oh, ich kann draufklicken. Oh, da geht seine Augen leuchten dann. Und er macht Geräusche. Ah. Okay. Aua. Ach, der gibt Morse. Warte mal, der gibt einen Code auch ab. Warte mal. Ich mach's nochmal. So.
Ja, dann sag mir mal. Kurz, lang. Kurz, lang. 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 Kurz, kurz. Lang. 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 Kurz. Das war's. Also kurz, lang, 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 kurz, kurz, lang, 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 kurz. Soll ich es nochmal zur Sicherheit nochmal prüfen? Ja, mach mal. Also, ich mach's nochmal. Kurz, lang, kurz, lang, 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 kurz, kurz, lang, 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 kurz, das war's. Ja, du hast am Anfang jetzt was anderes gesagt. Mach noch mal. Ja, also wenn ich drauf drücke, dann macht er ja den ersten Laut schon. Deshalb, den habe ich vielleicht vorhin nicht gezählt. Also pass auf, ich mach's noch mal. Kurz, lang. Kurz, lang. Kurz, lang, Entschuldigung. Lang. Kurz. Kurz, lang. 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 Kurz. Das war's. Es ist faszinierend. Du hast jetzt in drei Runden dreimal was anderes gesagt. Nein, das eine Mal habe ich dich doch vertan, habe ich doch korrigiert. Das kann nicht sein. Das kann ja nicht dreimal das Unterschiedliche sein. Ja, doch, beim zweiten Mal habe ich plötzlich ein Kurz dazwischen gehabt, was vorher nicht war. Und jetzt beim dritten Mal habe ich ein Lang noch dazwischen gehabt, was vorher nicht war. Also mach noch mal kurz an. Ich mach's noch mal, pass auf. Kurz. Lang. Kurz. Lang. 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 Kurz. Kurz. Lang. 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 Kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind die Lampen. Irgendwie sind das die Lampen, oder? Draus. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Wo ist aber denn... Wo ist denn jetzt mein Code? Achso, der ist auf der anderen Seite. Warte mal, kurz, lang. Ne, das ist auf jeden Fall ein anderer Code. Dann ist natürlich noch die Frage, welcher von denen ist jetzt für links und welcher von denen ist jetzt für rechts? Warte mal, damit ich jetzt hier nicht durcheinander komme. Das. Ach, und wir das. Sind doof. Meinen die damit auch, weil die Lampen irgendwie unterschiedlich darunter hängen? Nee, die hängen... Nee. Ist man das da? Ich zieh nicht mehr raus. Doch, runtergehen und dann... Ja, dann gehe ich ja... Achso, dann gehe ich die Treppe. Ja, ja, okay. Und dann kannst du raus. Warte mal. Das ist wahrscheinlich auch schon. Also. Kurz, lang, kurz. Lang, lang, lang. Kurz, kurz. Lang, lang. Lang, lang, lang. Kurz. Und dann... Die andere Seite wäre dann kurz, lang, kurz, 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 lang, 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 kurz, lang, lang, kurz. Ja, ich hab's auf! Dann kannst du es mir ja auch nochmal sagen jetzt, weil... Also, wenn du am Tor stehst... Ja? Da machst du auf der rechten Seite aus, ja. An, aus. Wie aus, an, aus? Hier die Lampen. Ach so, du machst es nur da auf der Ansicht oder wie? Rechte Seite vom Tor machst du aus, an, aus. Aus? Nee. Ja, so hab ich. Ja. Dann gehst du zum nächsten. Nach rechts hin. Nach rechts. Ja. Logischerweise. Dann lässt du die drei an. Dann auf der rechten Seite machst du aus, aus, an. Ja. Gehst weiter. Ja. Dann machst du an, an, aus. Ja.
Und rechts dann aus, an, aus. Mhm. Gehst weiter. Mhm. Mach's aus, aus, an. Ja. An, an, aus. Okay. Da müsstest du jetzt wieder am einem Tor sein und da machst du an, an, aus. Ja, ist aufgegangen. Ich habe jetzt echt gedacht, dass das bestimmt andersrum ist, ne? Dass wir jetzt die beiden verdrehen müssen. Ich alles immer nur eingeben muss. Ah, okay. Okay, ja, super. Scheiße. gut, dass du das also aufgeschrieben hattest. ja, ich bin jetzt in dem Haus und habe. Hey, ganz ehrlich, das hätte ich mir nie gemerkt. Diese Tausende von Mosekodes und alles. Ja. Ich habe hier schon das dritte Blatt. Ich habe hier eine Leiter. Ich habe die Leiter angeklickt. Jetzt kommen hier Sätze. Genau, soll ich anfangen? Ich meine, oder willst du? Also ich habe einen kompletten Satz, ich weiß jetzt nicht. Ich auch. Mach du mal erstmal. All diese Jahre in der Schweiz ermöglichten es mir, endlich das Uhrwerk zu vollenden. Meine letzte Erinnerung an Lerke war der argwöhnische Ausdruck auf ihrem Gesicht. Okay, jetzt können wir nach oben, können wieder eine Leiter ziehen. Und, ich habe Lerkes Uhr zweimal geprüft. Sie lief, wie sie sollte. Zuerst wollte sie die Uhr nicht. Sie sagte, sie wäre mein Geschenk leid. Meine Geschenke leid. Ich gehe nochmal einen höher. Da ist auch nochmal eine Leiter. Ja. Ich hielt es jetzt. Achso, mach du es. Ich kam nicht darauf, dass ein Riss in einem Glas einen Unterschied ausmachen würde. Ich hielt es ihr trotzdem hin, denn ich brauchte sie bei mir. Okay. Die Uhr oder die... jetzt habe ich hier oben irgendwie vier Gläser. Ich hatte Jahre damit verbracht, Zeit für uns zu sammeln. Zeit, die unserem Leben hinzugefügt werden würde. Ich habe ihr nie gesagt, dass die Zeit gestohlen war. Nur, dass die Uhr uns für immer zusammen sein lassen würde. Wie gesagt, und ich habe hier vier Gläser mit leuchtendem Inhalt. Die alle eine Nummer draufstehen haben. Also es sind... Einmal vierstellige Zahlen und eine dreistellige Zahl. Also ich fange mal an mit der linken, mit dem linken Glas. Das ist die, hat die Nummer 1011. Dann 1308, 401 und 180. Und 180, genau. Das hast du auch. Ja, aber wie? Warum leuchten die bei dir? Ah, Moment, es geht noch weiter nach oben, da sind noch viel mehr. Ja, ja, aber die leuchten alle nicht bei mir. Also bei mir leuchten die alle, also die haben so einen Schimmer. So, da steht jetzt, stattdessen verschwand sie in der Uhr. Ich habe sie noch immer nicht gefunden. Sie schloss ihre Hand um die Uhr und ich habe sie nie wieder gesehen. Wie viele Gläser hast du auf der Etage? Eins, sieben habe ich da. Okay, ich bin jetzt ans Höher gegangen, habe jetzt hier die 149. Da ist jetzt gerade was Leuchtendes reingekommen. Also wahrscheinlich, hast du die anderen auch leuchtend oder nur in der einen Etage? Ich habe alle leuchten und ich habe oben ganz viele. Und ich habe kein Glas mit der... Der geht jetzt nach oben zur Uhr. Ich musste keinen Weg hinaus einbauen. Ich hoffe, du und dein Partner wisst das zu schätzen. Okay. Du hast 149 Minuten deines Lebens verloren. Also ich konnte auf das Glas klicken, jetzt ist da auch ein leeres Glas auf dem Stuhl, oder? Da bin ich jetzt drin und habe die 151, oder zumindest ist da irgendwas drin. Also ich habe 149, ja, dann lese mal vor. So, jetzt kommt die Uhr und du hast das Spiel gewonnen. Schade, dass all diese Zeit verschwendet wurde. Okay. Ich habe jetzt, Amalie hat ihrem Leben 149 Minuten hinzugefügt. Also die mir jetzt abgezogen worden sind. Und du hast 151 Minuten deines Lebens verloren. Die sind mir abgezogen. Wieso hast du zwei Minuten länger als ich? Lerke hätte hinzugefügt 151 Minuten zu ihrem. Aha. Und ich habe den Abspann. Freundlicherweise ohne Musik. Das finde ich immer sehr schön, weil ich im Abspann immer gerne noch was zum Spiel sagen möchte. Ja, kam jetzt ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, das Ende, weil ich gedacht habe, das ist jetzt noch mal ein Rätsel. Aber ja, es war offensichtlich keins.
Ich weiß jetzt gar nicht, mit der kleinen Unterbrechung hier mit meiner Tochter ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dass jetzt insgesamt die Folge nicht zu lange geworden ist. Aber so alles in allem, muss ich sagen, fand ich das Spiel echt nicht schlecht. Nee, war interessant, ja. Stellenweise fand ich die Rätsel ein bisschen schwierig. Also gerade mit dem Morsecode, wenn man das nicht aufschreibt, glaube ich, da wirst du verrückt dabei, wenn du das alles im Kopf wissen musst. Oder das mit den vielen Lampen, die wir da anmachen mussten, mit diesen Dingern herum. Das ist ja im Endeffekt der Morsecode auch. Ja. Weil das waren zwei. Also es war einmal der Morsecode, den du dann am Ende da mit diesem Blinken gesagt hattest. Und einen, keine Ahnung, was das jetzt für einer war, den ich unterwegs mal irgendwo mitgenommen hatte. Ach so, genau, bei dieser Glühbirne, glaube ich, war das. Da kam mir auch noch so ein Morsecode raus. Kann aber auch sein, dass das jetzt der andere gewesen ist. Aber so alles im allem, muss ich ganz ehrlich sagen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ist natürlich recht kurz so im Vergleich. Also wir haben es jetzt an einem Abend durchgespielt, hat aber auch ein paar Stunden jetzt gedauert insgesamt. Das muss man auch dazu sagen. Ja, das könnte man jetzt eventuell auch so sehen. Ich sehe es jetzt mal einfach nicht so. Ich sehe es jetzt einfach an den großartigen Rätseln, die hier eingebracht worden sind. Genau. Und dass man es halt eben nicht so schnell lösen kann. Und ich meine ganz ehrlich, wer das Spiel irgendwo in einer halben Stunde oder in einer Stunde durch hat, der weiß die Lösung. Also machen wir uns jetzt mal nichts davor. Ja. Ja. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwo Let's Plays, so nach dem Motto, ich habe das gelöst, weil ich bin so clever, ich habe es in einer Stunde durchgespielt oder sowas in der Art. Ja, das kann man wirklich vergessen, weil man muss erstmal drauf kommen. Und das ist nicht immer einfach. Nee, es waren ja drei Kapitel, ne? Und ich habe mal geguckt, also ich sag mal, das erste Kapitel hat so um die 45 Minuten gedauert. Das zweite war auch ähnlich und das dritte war jetzt, glaube ich, ein bisschen länger noch etwas. Aber nicht viel, also es war auch unter einer Stunde noch. Also alles in allem war es jetzt nicht so wahnsinnig lang. Es war schon okay, finde ich. Also das Spiel hätte ruhig noch ein bisschen mehr so haben können, also an Kapiteln, sage ich mal so. Aber es war jetzt auch nicht zu wenig, würde ich jetzt auch nicht sagen. Das passt schon. Also was ich ganz cool fand, war die Tatsache, dass du es wirklich theoretisch offline spielen kannst. Wobei ich nicht weiß, ob man bei Steam überhaupt irgendein Spiel offline spielen kann. Anscheinend schon. Das ist ja nicht, braucht ja kein Internet, das Spiel. Ja, vielleicht kriegt man es auch noch außerhalb von Steam. Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn man das bei denen vielleicht kaufen kann auf der Homepage oder so, da hast du ja keinen Steam-Account normalerweise. Oder auch doch, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Aber es ist zumindest jetzt logisch gewesen, dass man es offline spielen kann, weil man im Endeffekt nur die Codes braucht. Und alles andere macht man für sich selber. Schaltet man für sich selber frei, um dann wieder zu einer anderen Ecke zu kommen. Fand ich von der Idee her gar nicht mal schlecht. Gleichzeitig musst du es aber trotzdem zu zweit spielen, was natürlich auch Spaß macht. Weil du ja sonst nicht weißt, was der andere dann so sieht. Es sei denn... Ja. Vielleicht, dass du das einzeln spielen kannst, dass du sagst, Spieler 1 spielst du und Spieler 2 spielst du, aber... Das geht nicht, dass... Ja doch, wenn du dir vorher alles anguckst und dann die Sachen durchliest und aufschreibst, dann würde es wahrscheinlich schon gehen. Aber machst du einen Film davon. Aber du kommst ja nicht weiter, du kommst ja nicht weiter ohne den anderen. Du musst ja dann wirklich immer wieder hin und her schalten irgendwie, ne? Weil du kannst die Rätsel ja nicht richtig lösen. Ach ja, aber dieses, wo wir so schnell sein mussten, das kriegen wir wirklich. Nee, obwohl, ja doch, das kriegst du schon alleine hin, weil ich habe mir meine eigenen Lampen angemacht. Aber gut, so oder so. Also ich fand das Spiel auf jeden Fall sehr gut. Die Rätsel waren auch gut gemacht. Also die waren teilweise natürlich ein bisschen, manchmal denke ich, oder habe ich irgendwie das Gefühl, haben wir zu kompliziert gedacht. Wie mit dem Raben da war ich ja alle möglichen Buchstaben und weiß ich nicht, was da am durchgucken. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wir haben es ja bestimmt zweimal vorgelesen und dass das der blöde Name war. Ne? Ich meine, gut, für mich war es halt blöd, ich habe den da nicht bei mir stehen gehabt. Ne? Also ich habe mir nur hinterher gedacht, ich habe den als letzte Zeile noch drin stehen gehabt. Ja. Daneben. Ja, ja, ja.
Aber ich weiß definitiv, irgendwo am Anfang, da war doch dieser Zettel irgendwie. Ich glaube, da stand das drauf. Und da wurde der Name groß geschrieben. Aber denkst du, dass ich da jetzt drüber nachgedacht habe? Es ist mir erst aufgefallen, als ich diesen Satz gelesen hatte. Und da war der Name richtig geschrieben. Also großes K, kleines OL. Und also wird ja nicht Kohl ausgesprochen, sondern Koll oder so wahrscheinlich. Aber Koll ist eigentlich mit Doppel-L. Aber egal. Da ist mir das dann nämlich aufgefallen, dass der vorher, meine ich zumindest, groß geschrieben war. Das ist mir da schon aufgefallen am Anfang, aber ich habe mir natürlich nichts darüber gedacht, ne? Deswegen, ja. Aber alles in allem auf jeden Fall klare Kaufempfehlung. Ich würde es im Angebot kaufen, weil ich glaube, ohne Angebot ist es ein bisschen teuer, so im Vergleich. Okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Spiel, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.